Hallo meine lieben Mitgangster da draußen, herzlich willkommen hier zurück bei Company of Crime. So, wir haben Probleme, denn einer von uns hat ziemlich, ja, nennen wir es mal ziemlich krassen Druck, der Undertaker. Wir müssen also irgendwie versuchen, dafür zu sorgen, dass der Druck auf ihn nachlässt. Dafür möchte ich hier nach wie vor jetzt hier gerade eben jemanden dazu beauftragen, diesen Job hier zu machen. Einheit entfernen, genau, damit es hier so schnell wie möglich geht. Undertaker und Buster versuchen nun, Druck von Undertaker zu nehmen, indem wir einen Zeitungsmenschen bestechen. Wir machen gerade eben eigentlich ganz, ganz gut Geld. Das Problem ist bloß, wir sollten auch mal noch weitere Läden überleben. Hier zum Beispiel gäbe es einen weiteren Bird in a Bush Laden. Ich bin nur überlegen, ob wir uns den hier schnappen sollen. Oder wir übernehmen... Ja, wir übernehmen vielleicht mal tatsächlich einen Besitz. Vielleicht ist es ein Waschsalon, weil wenn ich den besitze, dann senkt... Ne, warte mal, der macht ja jetzt schon das hier. Ne, den übernehme ich tatsächlich nicht, weil kann es sein, dass der meinen Druck jetzt schon senkt? Im Monat senkt er den Druck. Alternativ kann ich ja auch hier den Besitz übernehmen. Denn man kann ja seine Frisur verändern, ne? Oder einfach sein Aussehen verändern und da... Also ich denke, wir werden mal einen Besitz jetzt mal übernehmen. Aber ich habe gerade eben niemanden frei, der das tun könnte. Dann warten wir einfach mal ganz kurz. So, Journalisten bestechen. In der lokalen Zeitung wurde ein Artikel darüber veröffentlicht, wie wichtig wir für die lokale Gemeinschaft sind und wie schlecht es ohne unseren Einfluss um die Stadt bestellt wäre. Genau, denn wir halten... andere Kriminelle, kriminelle Subjekte aus der Nachbarschaft raus. Dadurch wird es für die Polizei nun schwieriger, offen gegen uns vorzugehen. Der Druck wurde reduziert. Oh, sehr, sehr gut. Okay. Das heißt, das haben wir jetzt schon mal geschafft. Jetzt möchte ich hierfür noch mehr Einkommen eigentlich sorgen. Was ist denn eigentlich das hier von Laden? The Grey Wolf? Hier kann ich die Erpressung starten. Ja, komm. Das machen wir. Undertaker ist allerdings immer noch ein bisschen jetzt hier unter Druck. Man kann machen, was man will. Vielleicht soll ich nochmal jemand anheuern. Oder ne, ich habe eine bessere Idee. Wir übernehmen hier diesen Besitz. Undertaker soll daran arbeiten. Und das da machen wir nochmal später. Ich lasse jetzt beide daran arbeiten, damit das hier so schnell wie möglich geht. So, okay. Okay, die Pizza Club Boys haben, so wie es aussieht, Leute verprügelt. Wir sollten sie dafür zur Rechenschaft ziehen. Ah, okay, Zivilisten haben sie verprügelt. Die wollen also quasi uns hier ein bisschen Stress aufhalsen. Ne, die verprügeln die Leute bei uns und schieben es uns in die Schuhe. Boah, wir sehen, der Druck nimmt immer weiter zu permanent. So, der Besitzer will also nicht verkaufen. Das ist unverschämt. Ich dachte, wir leben in einem freien kapitalistischen Land, in dem ich bestimmen darf, was der Verkäufer zu zahlen hat. Ich wollte ihm ein Upload und Eiern bieten. Na gut, dann müssen wir halt hin und ihn alles überzeugen. Ja, ich nehme die Crew hier so mit, wie sie ist. Übrigens, ich habe einen Fehler gemacht gehabt. Ne? Ich weiß, warum ich keine Waffen habe. Ich habe sie nie abgeholt. ja, wir gehen einfach mal gemeinsam durch die Vordertür, würde ich einfach mal sagen. Undertaker ist noch ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, das wird ihn nicht aufhalten. Ja, also, schlimm ist es nicht um Undertaker bestellt, ne? Darf man nicht vergessen. Er hat ein bisschen Hitpoints eingebüßt. Was haben wir denn da? Das ist eine Zivilistin. Das ist ein Angestellter. Wir können eigentlich direkt schon reinjodeln, würde ich sagen. Und hier direkt zuschlagen. Bäm! Das war der erste Schlag. Kommen wir gleich den zweiten hinterher. Den hauen wir gleich in der ersten Runde K.O. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Schon ist es vorbei mit dem Wicht da drüben. Ja, die Zivilistin greife ich nicht an. Das ist auch ein Zivilist. Hier ist der Boss. Von hinten angreifen. Genau, das ist das Richtige. Zack, zack, zack. Dasselbe machen wir mit dem Typen jetzt ebenfalls von der anderen Seite. Du kommst anscheinend nicht ran, oder was? Nein, du kommst nicht ran. Wie ungeil. Wie mäßig gut. Okay, dann gehst du dahin. Okay, da kommt nochmal ein Angestellter dazu. Und der Boss
kämpft jetzt hier gegen unseren Folterknecht. Okay. Oh, da kommen noch mehr Dudes. Uiuiui. Okay, jetzt ist sie dran und kann den Boss von hinten angreifen. Würde ich aber mal sagen, ist, glaube ich, der beste Plan hier. Dann hat der es nämlich gleich hinter sich. Komm, ich hief ihn einfach mal in die Ecke. Mach's gut! Wie die lacht, ey. Oh, nee, warte mal, ich habe eine bessere Idee. Ich mache jetzt den Kopfstoß hier. Buja! Der ist jetzt hier desorientiert. Kann ich dadurch jetzt hinter ihn laufen? Ich weiß es nicht. Es scheint so zu sein. Dann schalte ich ihn nämlich aus. Jawohl, das klappt. Sehr gut. Desorientierung for the win. Das ist halt die große Frage, wie ich jetzt an den rankomme. Nein, ich will nicht die angreifen. Ich will hier angreifen, genau. Wie die Kasse halt runtergeschlagen wird. Voll cool. Okay, der hat sich jetzt ja aber in eine missliche Lage gebracht, der Junge hier. Die Zivilisten versuchen hier wegzurennen. Kommt kaum an die Gegner ran hier. Okay, ich würde aber mal sagen, wir verhauen ihn jetzt einfach. So gut es geht. Ja, war klar. Ich muss noch einen Gegenstand stehlen, der direkt hier ist. Jawohl, das hat geklappt. Wir können also direkt abhauen. Ey, das lief so gut. Das hätte ich nicht erwartet. Hoppala und raus. Das war der erste. Zivilisten sind dran. Wir hauen es hier ebenfalls ab. Ah, Bewegung reicht nicht. Run, run, run. Du kannst jetzt hier direkt abhauen. Und ja, hier noch hinrennen. Tschüss. Ich finde halt geil, wie wir jetzt fliehen müssen, um diesen Laden zu übernehmen, ne? Das ist halt schon so. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich die Besitzurkunde oder sowas geklaut, nehme ich mal an. Das ist so der Punkt. Schätze ich einfach mal. So, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Der Laden ist unser. Gibt es Level-Ups? Jawohl, es gibt ein Level-Up auf Undertaker. Gucken wir mal, was Undertaker lernen kann. Kann jetzt hier Gegner gegen eine Wand schleudern oder eine Kopfattacke durchführen. Ich finde diese Kopfattacke eigentlich ziemlich geil, aber nehmen wir mal gegen die Wand schleudern, das haben wir noch nicht. So. Aha, und das wurde jetzt... Die Buchhaltung ist fertig. Okay, war wohl eine Quest. Und jetzt haben wir diesen Laden hier genommen. Da wir nun Miteigentümer eines seriösen Unternehmens sind, müssen wir uns auf unsere Einnahmequellen konzentrieren. Es ist wichtig, dass wir den Überblick über unsere monatlichen Einnahmen und Ausgaben bewahren und stets wissen, welche Dienstleistungen uns zur Verfügung stehen. Das ist wohl richtig. Denn wir machen, glaube ich, jetzt weniger Geld durch den Laden. Ja, wir... Die zahlen jetzt weniger, aber ich kann jetzt hier Leute... Heilen oder Druck entfernen. Komm, ich lasse ihn jetzt hier mal Druck entfernen. Das fände ich ganz, ganz gut. So, jetzt bin ich am überlegen, was ich hier noch für einen Laden vielleicht mal nehmen soll. Das dauert 10 Tage. Ich lasse mal gerade mal ein bisschen Zeit ins Land gehen und dann können wir den nächsten Auftrag planen. Die Leute müssen sich auch noch ein bisschen heilen. So, bei 5 Tagen oder so, genau. Was ist da los? Ach, er ist immer noch dabei, den Druck zu entfernen, genau. Ich würde mal sagen, wir übernehmen jetzt diesen Laden hier. Wir bedrohen die jetzt hier. Genau, du machst das jetzt hier und dann geht's schon weiter. Die Musik, ey. Okay, Undertaker generiert keinen wöchentlichen Druck mehr. Das ist sehr erbaulich. Und in 2 Tagen ist Crush hier am Start. Der nächsten Aufgabe. Okay, Bedrohung. A bird in a bush is a popular point. A bit of a violence will surely run the business down. Da ist ehrlich gesagt jetzt ein Übersetzungsproblem. Let's get there, cause some mayhem and make some make sure nobody dares to enter the place again. It's surely bankrupt the place. Okay. Wir sollen also jetzt quasi den Laden von diesen Boys jetzt hier wahrscheinlich dadurch jetzt ein bisschen unterminieren. Genau, das tun wir jetzt auch. Wir gehen einfach eiskalt. Nicht mal zur Hintertür rein?
Wir gehen. Nee, ich gehe einfach wieder zur Vordertür rein. Ich finde das bis jetzt echt immer am besten. Wenn man Glück hat, wird man leider nicht gleich erwischt. Ich muss aber bei Undertaker immer noch aufpassen, ne? Undertaker scheint immer noch sehr, sehr unter Druck zu stehen. Oh, diese Art von Laden ist das. Okay, wir sollten vielleicht mal vorsichtig jetzt hier erstmal reingehen. Mal gucken, was passiert. Okay, sie haben uns bemerkt, aber der Kampf hat noch nicht begonnen. Hier steht ein Pistenclubboy. 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 Es sind schon mal 1, 2, 3, 4 mindestens. Und ich ahne, dass hier um die Ecke auch noch jemand steht. Beende mal den Turn und warte mal. Last one out, buys the rounds. Turn beenden. Ganz Don't have vorsichtig. to tell me twice. Also, sie sind uns auf jeden Fall zahlenmäßig über. Boah! Okay. So viel dazu. Ja, es ist. Sie greifen direkt an. Jawohl, der hat ja schon mal eine mitbekommen und der hat ja nochmal eine mitbekommen. Sind dir die Schlüpfer zum Schnüffeln ausgegangen? Oh Mann! Diese dummen Sprüche! Finde sie ja irgendwie geil. Also, das ist einfach so unglaublich dämlich lustig. Okay. Dann würde ich aber mal sagen, beenden wir doch gleich schon mal den Dude hier. Waren wir 65% Chance oder 85% Chance? Dann nehme ich natürlich die 85%. Ach komm, ey. Okay, der erste ist schon mal down. Dann machen wir doch gleich schon mal eine kostenlose Attacke auf. Das ist im Grunde egal. Ich kann eigentlich den jetzt als erstes ausschalten. Denn da kommen wir noch mit beiden Leuten ran. Oh, shit. Ah, Doppelshit. Darf doch wohl nicht wahr sein. Okay, vielleicht reicht das der jetzt hier, wenn ich jetzt nochmal ganz regulär. Oh, warte mal, ich kann ja nochmal angreifen. Ja, nehmen wir nochmal einen Stuhl. Okay, ich habe jetzt schon mal zwei von diesen Rockern jetzt einfach mal hier ins Land der Träume geschickt. Verdammt, bist du hässlich. Zieh dir einen Sack über den Kopf, schreibt sie. Sagt sie. Oh, ne. Au! Hey! Okay, die wenden tatsächlich tödliche Gewalt an, die Schweine. Die wenden tödliche Gewalt an. Dagegen sollte ich vielleicht mal. Warum kann ich das ja nicht machen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall möbeln wir jetzt die Dame hier. Und wir machen es gleich nochmal. Dann möbeln wir jetzt hier auch an der Stelle. Ach ja, hau halt daneben. Okay, wir haben die ersten drei bezwungen. Die Frage ist halt, was die da hinten machen. Ich ahne, dass hier ja einer ist. Ha, ich wusste es. Okay. Dann greifen wir direkt von hinten an. Hat's bemerkt, aber hat nicht gereicht. Alter, ey, wie krass die sind, ne? Das schüttelt mich schon ein klein wenig. Okay, das greifen wir einfach von hier aus an. Ja, der Zivilist hat es jetzt gesehen, aber was soll ich machen? Ja, hau halt daneben. Okay. Ich versuche jetzt hier trotzdem mein Glück. Ja, klar. Wie oft ich hier daneben haue, ist einfach nur, manchmal nur frustrierend. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss echt aufpassen, ne? Meine Leute haben. Was für ein verdammter Pimmelpirat. Ja, meine Leute haben halt jetzt hier gerade eben ordentlich eine draufgekriegt hier. Einige davon sind schon ordentlich verletzt. So, hau zu. Endlich ist die down. Und jetzt kommt die Polizei. Ich muss noch zwei Leute verhauen. Das wird anstrengend.
Da ist noch mal ein weiterer Pistenklapper. Das wird nicht einfach werden. Ich schwärme jetzt absichtlich immer so ein bisschen aus. Dass wenn sie an sie ran wollen, dass sie an denen hier alle vorbei müssen. Hey, ihr seid doch die Pisser-Boys. Warum sagst du Pisser zu mir? Ah, sehr gut, Ding daneben. Jetzt rennen die Zivilisten weg. Jetzt kann sie... Warte mal, kannst du von der Seite aus ran? Ja, kannst du, das ist gut. Das nehme ich jetzt hier auch einen Flankenangriff. Yeah! Du haust mit der Flasche hier zu. Oder auch nicht. Ja, ich will die jetzt hier einfach ausschalten, mir egal wie. Von hinten scheint die beste Methode zu sein. Oh nein! Ach, warum rennst du denn da durch? Ach komm, ich dachte, der kommt da hin. Das Spiel warnt dich halt davor auch nicht. Also ich finde, es ist schwer zu erkennen. Also man sieht es halt in diesen Dingern, aber auch nicht immer. Na also, ach komm, die ist ja immer noch am Stehen. Das bisschen, was sie da noch hat. Okay, jetzt haben wir das hier endlich geschafft. Jetzt müssen wir den letzten finden. Ich ahne, dass der da irgendwo da unten ist noch. Jetzt muss ich halt irgendwie gewinnen noch, bevor die Bobbys kommen, ne? Da! Da ist Trulinchen. Okay, dann wissen wir, wo wir hin müssen. Ja, dann weiß ich, dass ich jetzt hier schon mal richtig hardcore von hinten ranstürme. Jetzt hast du es bemerkt, aber zu spät. Selbiges hier. Auch ein Angriff von hinten. Mich wundert, dass sie das nicht mitbekommen, dass sie da von hinten also dass wir da Randale gemacht haben. Au! Boah, jetzt sind echt alle von uns verletzt, ne? Was hat die da gerade eben gesagt von wegen König und Heer? Au. Okay, das war aber ein Fehler von dir, Mädel, weil jetzt kann ich die von drei Seiten attackieren. Das ist ja hoffentlich klar. Jetzt ist die Polizei eingetroffen. Oh no. Oh no. Okay, jetzt muss ich sie erstmal ausschalten. Okay, wir sollen jetzt abhauen. Das ist auch genau das, was wir jetzt tun werden. Nichts anderes werden wir tun, als abhauen. Sie geht schon mal dahin, weil mit denen kann ich ja schon raus. Ja, ja, nix wie weg, ey. Nichts wie weg. Bevor die Polizia uns jetzt hier hops nimmt. Alle weg. Yay. Und raus. Und raus. Und raus. Also das war ein harter Kampf, weil die Pisten Club Boys sind echt harte Pisser. Tja, sind alle verwundet. Das ist echt heftig. Ich muss die jetzt echt mal ein bisschen ausruhen lassen. Auf jeden Fall haben wir uns hier noch mehr Respekt geholt, von allem ein bisschen mehr. Er hat ein Level Up. Was bringt uns das? Würdig. Zornfeuer. Die Einheit schießt auf alle Personen in die Richtung und hat dabei eine Trefferchance von 50%. Okay. Oder nur eine Fleischwunde. Halbiere den erlittenen Gesundheitsschaden bis zum Beginn deiner nächsten Runde. Okay. Das heißt also, man kann sich schon mal darauf vorbereiten, keinen Schaden zu nehmen. Ich glaube, ich nehme das. So, der Laden wurde jetzt auch für uns, so wie es aussieht, übernommen. Oder neutralisiert. So, Bezirk, Town, Handel ist freigeschaltet, New Ham hat neuen Besitzer, bla bla bla. Nachricht von den Pisser Club Boys. Ihr zwei wollt wohl nicht aufgeben. Ich glaube, es ist an der Zeit, ein paar Grenzen auszuverhandeln. Kommt in unser Clubhaus, der Blind Basker. Wir können schließlich eine Vereinbarung treffen, um unsere Feindseligkeiten zu beenden. Aha, heißt es etwa, sie werden schwach?
dem Treffen beiwohnen sollen wir. Der Pisser Club hat keine Lust mehr, gegen uns zu kämpfen. Stattdessen wollen sie ein Abkommen und ein paar festgelegte Grenzen vorschlagen. Sie haben uns in ihr Clubhaus, der Blind Basker, eingeladen. Ein Waffenstillstand wäre für uns beide ein Vorteil und wir sollten ihnen unbedingt einen Besuch abstatten. Wenn die Dinge allerdings in die Binsen gehen, müssen wir kampfbereit sein. Wir haben die Orte lange genug überwacht. Wir kennen die Ein- und Ausgänge und wir sind uns der potenziellen Risiken bewusst. Okay. Ist also in einem anderen Viertel hier am Start. So, auf jeden Fall ist dieser Laden jetzt hier neutralisiert. Die Leute sind jetzt auch ein bisschen angeschlagen. Ich denke, ich möchte jetzt hier auch mal rein zur Vorsicht kommen. Wir holen uns jetzt hier mal Pistolen. Nur für den Fall, dass wir zwei Pistolen und einen Hammer kaufen. Wer soll das kaufen? Ich habe niemanden, der das gerade machen kann. Okay, dann machen wir es halt nicht. Dann warten wir noch so lange. Muss man gerade mal bei der Crew gucken. Boah, ey, der ist ja, Undertaker hat ja immer noch hier ein Problem mit seiner, mit seinem Heat. Kann ich nicht mal nochmal Druck entfernen? Nee, kann ich nicht. Ich kann aber Leute heilen. Einmal Undertaker. Warten wir mal. Der ist ja wahrscheinlich schneller so geheilt, nehme ich mal an. So, oh, und jetzt erpressen sie hier bei uns. Eieiei, die. So viel zum Thema, dass sie einen Waffenstillstand haben wollen. Die machen halt einfach weiter, ne? Die kleinen Mieslinge. Upsets the Postmaster General more than the day we receive your fat mail. So, es ist wieder mal ein monatlicher Bericht durch. Wir machen immer noch Plus, das ist sehr erbaulich. Jetzt verprügeln sie sogar schon, Leute. Alter, Falter. Undertaker wurde geheilt. Okay, jetzt gucke ich mal gerade eben nochmal, wie es um die Crew bestellt ist. Also wir sehen, ne? Ich muss hier anscheinend wirklich alle Hände heilen. Aber das mit Undertaker ist immer noch nicht geil. Kann ich hier nochmal einen Journalisten bestechen, um hier Undertakers Druck runterzunehmen? Das fände ich echt nicht schlecht. Ich muss jetzt hier einen nach dem anderen hier echt heilen, oder? Ja. Man kann sogar untertauchen. Eine Person, die von der Polizei gesucht wird, erhöht einen Druck, sofern sie nicht versteckt oder untergetaucht ist. Ja, ich probiere es jetzt erstmal hier mit denen da, weil Geld habe ich ja. Okay, wir müssen einfach immer noch warten. Crush wird geheilt, dauert nicht so lang. Gut. Und dasselbe mache ich jetzt hier gleich nochmal. Heilen. Ah, es sind alle geheilt. Okay. Kann jetzt hier jemand mal Knarren kaufen gehen? Ich fände es voll gut. Na also, Crush geht jetzt hier mal kaufen. Dann, 5 Tagen? Ne, in 11 Tagen haben wir dann die Knarren, okay. Stecken jetzt hier den Journalisten nochmal. So. Du hast eine Party für Journalisten geschmissen und dich mit ihm betrunken. Von ihm hast du einige interessante Informationen über wichtige Personen erfahren. Dadurch hat sich dein Einfluss merklich erhöht. Aha, okay. Das heißt also, ich lasse jetzt hier mal nochmal Druck entfernen. Ne, das kann ich wiederum nicht. Komisch. Gerade eben konnte ich noch untertauchen, jetzt kann ich es nicht mehr. Verstehe ich nicht. Wie lange dauert es eigentlich, das hier zu machen? Blind Basker, Rachebonus. Pubs sind nützlich, um neue Gangmitglieder zu rekrutieren. Wenn du Pubs besitzt und deine Pub-Stufe aufwertest, erhöht sich die maximale Anzahl an erlaubten Gangmitgliedern. Ja, ja. Obwohl der Name etwas anderes vermuten lässt, geben die Hausherren nicht sonderlich viel auf Musik. Man sagt, dieses Pub wurde nach einem blinden Straßenmusiker benannt, der, obwohl ständig ausgelacht und vertrieben, jeden Morgen wiederkam, um für die Vorbeigehenden zu spielen und Musik zu machen. Am Treffen teilnehmen. Ich will erstmal die Waffen haben, ohne Witz. Ich will erstmal die Waffen haben. Wir warten so lange. Und das Treffen, das machen wir dann beim nächsten Mal, liebe Freunde, ne? Würde ich auch mal sagen. So, wir haben nun die Gegenstände bekommen und machen beim nächsten Mal weiter. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.